suchst nach dem besten Isekai-Anime auf Crunchyroll, willst aber auch ein paar Geheimtipps bekommen? Ja, dann bist du hier genau richtig, denn ich stelle sie dir vor. Die meisten Anime kann man sogar kostenlos bei dem Anbieter schauen. Wie immer gilt, wenn ich mehr zu Isekai-Anime machen soll, dann bleib bis zum Ende dran. Dann weiß ich, dass es dir gefällt. So, legen wir dann gleich mal los mit Highschool Prodigies Have It Easy Even in Another World. Und zwar geht es darum, dass ein paar Experten-Teenager in eine andere Welt kommen und da ein Onsen bauen und dann wird der Anime so richtig gut. Nein, ihr kennt es ja schon fast auswendig. Ich mache es ja jetzt regelmäßig am Anfang des Videos immer wieder so einen Gag einzubauen. Eine Serie, die ich nicht unbedingt empfehle, aber wo dann vielleicht manche Leute sagen, also ja, die Serie ist natürlich schlecht. Ich will da einfach nur mal reinschauen, um auch wirklich zu bestätigen, dass sie wirklich schlecht ist, um mich darüber lustig zu machen. Aber ja, vielleicht mögen sie manche Isekai-Fans, kann ich mir vorstellen. Also ja, zum Beispiel unser Protagonist hier, der ist dann der beste Politiker aller Zeiten. Dann die Dame hier ist die beste Erfinderin, beste Doktorin und so weiter und so fort. Beste Schwertkämpferin, man kennt es so nach dem Motto. Ja, ist eigentlich eine ganz nette Serie, ja. Aber wie gesagt, ich finde einfach, das Problem bei der Serie ist, dass sie am Anfang zu schnell zu sehr übertreibt. Also dadurch, dass das alles so geniale Leute sind, ist das nicht so wie bei Dr. Stone, wo halt man sich langsam das Ganze aufbaut, sondern man bringt, glaube ich, gleich einen Atomreaktor mit oder sowas. Also es ist schon gleich am Anfang sehr durchgeknallt. Aber ja, wenn dann halt das Onsen kommt, dann wird die Serie wirklich gut, weil die Animationen sind super. Ich mag das Charakterdesign. Wer also darauf Wert legt, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Gibt es natürlich bei Crunchyroll die Serie. Kommen wir aber nun zu einer wirklichen Empfehlung. Und zwar, I couldn't become a hero, so I eloquently decided to get a job. Meine Güte, was ist das denn für ein Name? Ist mal wieder typisch für einen Fantasy-Isekai-Anime, dass der so einen langen Namen hat. Es geht darum, dass unser Protagonist eigentlich ein Held werden wollte. Das Problem ist nur, dann wurde halt der Dämonenlord besiegt und er denkt sich jetzt, okay, was soll ich denn jetzt machen? So nach dem Motto, hat halt in gewisser Weise deinen Job verloren und muss jetzt halt in einem ganz normalen, stinknormalen Laden arbeiten und verkauft er jetzt Waschmaschinen, so nach dem Motto. Hat er jetzt auch ein paar andere Kollegen. Eines Tages kommt dann ein Junge in den Laden, der da arbeiten will. Es stellt sich aber heraus, dass dieser Junge in Wahrheit die Tochter des Dämonenlords ist und ja, das führt natürlich zu lustigen Dingen. Man kann es sich schon vorstellen. Natürlich erinnert die Serie sehr an The Devil is a Part-Timer. Wer also The Devil is a Part-Timer mag und jetzt auch auf eine zweite Staffel wartet da, die dann im Juli erscheinen soll und es nicht mehr aushält, der sollte sich diese Serie auf jeden Fall gönnen. Die ist auf jeden Fall super, ist auch schön edgy-lastig, also der hat auch mal hier und da mal nette Szenen. Also sollte man auch deswegen die Serie auf jeden Fall anschauen, ist aber auch ziemlich lustig. Was ich nur vielleicht dazu sagen muss, da werden vielleicht manche gleich in die Kommentare schreiben, das ist gar kein Isekai-Anime. Ja, es stimmt, soweit ich das sehen kann, kommt der Protagonist nicht in eine andere Welt. Er arbeitet halt einfach in einem Laden in seiner Fantasy-Welt, aber dieser Laden wirkt so sehr wie ein Laden aus unserer Welt. Die verkaufen da Waschmaschinen, die verkaufen da keine Potions oder sowas oder irgendwelche Heiltränke und deswegen, finde ich, erinnert er halt sehr an Serien wie eben The Devil is a Part-Timer und eben jetzt nicht an irgendwie einen Fantasy-Anime, der eben davon handelt, dass die Protagonisten jetzt irgendwie einen Heiltränkeladen betreuen oder sowas, sondern es wirkt dann eher wie The Devil is a Part-Timer. Wer also auf sowas Bock hat, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Ich empfehle ja auch gerne mal solche Fantasy-Anime, die so an Isekai-Anime erinnern. Deswegen wollte ich ihn auf jeden Fall in diese Liste auch reinpacken, weil ich glaube, dann wäre er sonst untergegangen. Dann wüsste ich gar nicht, in welche Liste ich ihn reinpacken soll. In die Top 10 Anime auf Crunchyroll hätte er wahrscheinlich nicht reingepasst. Und halt in irgendwie eine Fantasy-Liste zu Crunchyroll könnte ich theoretisch auch mal machen, aber ja. Deswegen wollte ich ihn hier unbedingt erwähnen. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ist ein fantastischer Anime. Kommen wir nun zu einem extrem unbekannten Anime. Nein, Spaß. Kommen wir nun zu einer deutlich, deutlich bekannteren Serie. Und zwar meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Oder auf Englisch, That Time I Got Reincarnated as a Slime in Another World. Wenn ich solche bekannten Serien übrigens in diesem Video vorstelle, werde ich mich auf die wichtigsten Aspekte fokussieren, auf die besonderen Punkte, denn die meisten Leute kennen wahrscheinlich schon diese Serien. Den meisten Leuten hängt die Beschreibung wahrscheinlich schon aus dem Hals heraus, deswegen mache ich es kurz. Es geht darum, dass unser Protagonist logischerweise in eine andere Welt kommt, aber diesmal als Schleim wiedergeboren wird und ähnlich wie der Shield Hero alles, was er aufnimmt, in seinen Schild reintut bzw. in sich aufsaugt. Davon bekommt er halt die Fähigkeit, das kann er halt analysieren und dadurch wird er halt immer schneller, immer stärker. Aber es geht eben nicht nur darum, dass unser Protagonist der größte OP-Charakter aller Zeiten wird, sondern dass er sich halt auch ein Dorf aufbaut. Eine große Familie in gewisser Weise. Und ja, ist auf jeden Fall mal was Besonderes in der Hinsicht. Hat auch schon mehrere Staffeln bekommen. Ist da auf jeden Fall schon extrem weit in gewisser Weise. Ein Sequel, eine zweite Staffel und dann davon dann auch einen zweiten Part. Und jetzt sind wir halt schon bei dem Film angekommen. Der soll dann im November erscheinen. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob ich immer so von diesen Filmen begeistert sein soll. Denn auf der einen Seite ist es natürlich cool, dass halt
so eine Serie als Film adaptiert wird, besonders wenn der auch zu uns in die Kinos kommt, wo ich eher daran zweifle. Aber die Animationen sind meist besser, es gibt meistens richtig coole Action-Szenen. Das Problem nur mit solchen Filmen ist oft, erstens erzählen die meistens eine Original-Story. Das heißt, die führt nicht wirklich die Light Novel weiter, das ist eher so eine Nebengeschichte. Zwar ist dafür meistens auch der originale Autor zuständig, also hier auch der originale Autor des Light Novels, aber trotzdem. Und das bedeutet halt logischerweise auch, dass das Studio nicht an Staffel 3 arbeiten kann gerade, sondern eben an dem Film. Und ein weiterer Negativpunkt ist, dass es meistens ewig dauert, bis der Film zu uns kommt. Ähnliches erleben wir zum Beispiel gerade bei The Quintessential Quintuplets. Der ist in Japan gestartet. Bis der zu uns kommt, wird das sicherlich noch dauern. Ich gehe stark davon aus, dass der nicht zu uns ins Kino kommt. Und bis man den dann streamen kann, das dauert dann, bis der dann bei Crunchyroll verfügbar ist. Wird sicherlich dauern, wir werden es sehen, weil logischerweise wollen die Japaner nicht, dass wenn der Film gerade im Kino in Japan läuft, dass man den dann einfach mit einem VPN bei Crunchyroll streamen könnte. Das will man logischerweise dann nicht. Deswegen wird das sicherlich noch dauern. Aber ja, trotzdem, Filme sind immer irgendwie dann doch cool. Also müssen wir so ein bisschen geduldig sein. Ich hoffe, dass es dann bald soweit ist und dass wir dann auch den Film schauen können. Hoffentlich vielleicht so Anfang 2023. Wäre super. Kommen wir nun zu Log Horizon. Und das ist wieder eine deutlich unbekanntere Serie. Und deswegen will ich sie dir unbedingt ans Herz legen. Denn das ist in gewisser Weise die Gegenantwort zu Sword Art Online. Der kam, glaube ich, ein Jahr später raus nach Sword Art Online. Und viele haben das in gewisser Weise so als die Gegenantwort zu SAO wahrgenommen. Es beginnt mal wieder recht typisch. Unsere Protagonisten werden in ein MMORPG reingezogen. Natürlich versuchen sie zuerst aus dieser Welt zu entkommen, aber sie merken halt relativ schnell, oh, das ist noch nicht so leicht. Das kriegen wir halt nicht so leicht hin. Das ist nicht so wie bei SAO, okay, wir müssen so und so viele Bosse besiegen, dann kommen wir aus dieser Welt raus. Sondern da gibt es jetzt nicht so diesen offensichtlichen Weg nach draußen. Und deswegen versuchen sie sich halt in dieser Welt zurechtzufinden, in dieser Welt auch glücklich zu werden. Und ist eher so ein bisschen strategischer, diese Serie aufgebaut. Weniger, es geht eben nicht darum, alle Bosse zu besiegen, sondern eben eher in dieser Welt glücklich zu werden, in dieser Welt zurechtzukommen. Ein Beispiel dafür ist, dass die Charaktere versuchen halt das Essen schmackhaft zu machen. Denn nämlich das Essen, wenn sie das einfach normal so kochen, hat das halt keinen Geschmack. Weil logischerweise in Spielen ist es ja nicht wichtig, ob das Essen jetzt schmeckt oder nicht. Das merkt ja der Spieler nicht in gewisser Weise. Aber sie, weil sie ja jetzt in dieser Welt sind, merken sie, oh mein Gott, das schmeckt ja nach gar nichts. Und jetzt versuchen sie irgendwie das Spiel zu überlisten, damit das Essen nach wirklich etwas schmeckt. Und ja, ist auf jeden Fall cool, wie sie das dann versuchen und wie sie das dann auch hinkriegen. Sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Wie gesagt, ist eine fantastische Serie. Was ich auch sehr gerne an dieser Serie mag, ist eben, dass es nämlich nicht darum geht, unser Schwertkämpfer mit zwei Schwertern, der irgendwie alle Monster besiegt, sondern es sind auch immer andere Charaktere, andere Klassen, die hier wichtig sind. Und zwar einmal ein Magier, also wer Overlord mag, der sollte auch da reinschauen. Dann eine Assassinin, die auch wichtig ist und eben unseren Shield Hero in gewisser Weise mit einem riesig großen Schwert. Mit einem riesig großen Schild, der halt dann, die Feinde zurückhalten kann, aber dann auch mit einem Schwert, bumm, dann angreifen kann. Dann natürlich in der anderen Hand. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ist eine fantastische Serie. Hier sieht man es auch. Hier. Da, das große Schild und da ist das Schwert. So, haben wir es jetzt auch. Das große Problem war, und deswegen habe ich die Serie lange nicht empfohlen, nämlich, dass Wakanim damals nur Staffel 3 lizenziert hat. Das war das große Problem. Man konnte damals Staffel 1 und 2 bei uns streamen, bei ViewStar. Das ist ein Streaming-Anbieter, den es gar nicht mehr so wirklich gibt. Also, da kann man jetzt, glaube ich, noch zugreifen, aber der war lange down. Und Log Horizon kann man da jetzt auch nicht mehr streamen. Aber ja, dann hat Wakanim halt leider nur Staffel 3 lizenziert, was halt so ein großes Problem ist. Man muss da natürlich so ein bisschen Wakanim vielleicht auch in Schutz nehmen, denn es ist, glaube ich, nicht so leicht, dann diese komplette Lizenz zu bekommen. Leider. Wer weiß, vielleicht war die Lizenz auch noch bei ViewStar oder bei einem anderen Streaming-Anbieter und es war eben nicht so leicht zu bekommen. Und man muss natürlich auch dann die komplette Serie noch vorher übersetzen. Das sind dann auch ganz schön viele Episoden. Das ist nicht so easy. Aber jetzt endlich hat sich eben Crunchyroll nicht nur die zweite Staffel, sondern auch die erste Staffel geschnappt. Also vielen Dank dafür, Crunchyroll, dass man jetzt die komplette Serie bei Crunchyroll streamen kann. Wer also mal Bock hat auf so eine SAO-ähnliche Serie, die aber in eine andere Richtung geht, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Log Horizon, schaut sie euch an. Dann natürlich wieder deutlich bekannter ist WeZero Starting Life in Another World. Ich will es relativ kurz machen. Es geht darum, dass unser Protagonist in eine andere Welt kommt und da aber auch regelmäßig drauf geht. Das ist das Besondere an der Serie, denn er wird immer zu seinem letzten Speicherpunkt in Anführungsstrichen zurückversetzt, also so ähnlich wie Life, Die, Repeat mit Tom Cruise da
dieser Film. Das Schöne ist dann, dass es dann eher darum geht, strategisch jetzt vorzugehen. Was muss er jetzt anders machen, damit er eben nicht drauf geht, damit er eben die meisten Leute rettet. Und ja, ich hoffe, dass der Anime bald eine dritte Staffel bekommt. Dann werde ich auch endlich mal die zweite Staffel schauen. Freue ich mich dann mit euch darüber zu reden. Aber ja, wer WeZero noch nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall machen. Wichtig und richtig. Und genau, darüber kann ich vielleicht auch nochmal kurz reden. Es gibt nämlich zwei Versionen der ersten Staffel, nur um das vielleicht mal kurz zu erklären, damit die Leute nicht komplett verwirrt sind. Und zwar, es gibt nämlich die Director's Cut Version und dann sicherlich auch die normale Version, genau hier. Da gehen die Folgen nur 25 Minuten. Soweit ich das sehen kann, ist bei der Director's Cut Version nicht groß was anders. Also es lohnt sich, glaube ich, nicht nochmal die Serie in dieser Director's Cut Version zu schauen, wenn du schon Staffel 1 gesehen hast. Aber das Ende besonders. Das Ende ist anders. Da wird noch was hinzugefügt. Also vielleicht die letzte Folge sollte man sich gönnen. Da sollte man sich die Director's Cut Version auf jeden Fall anschauen davon. Aber ja, es gibt auch mit der Zeit, also viele haben das, glaube ich, auch gar nicht realisiert, dann hier so Bonus-Episoden, The Frozen Bond, also 1:16, was ganz schön heftig ist. Also wer lange bei WeZero nicht mehr vorbeigeschaut hat, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Wenn man neu startet mit der Serie, würde ich persönlich die Director's Cut Version empfehlen, dass man die sich anschaut. Da hat man dann das meiste gesehen und dann einfach mit Staffel 2 weitermachen, ohne Probleme. Kommen wir nun zu So I'm a Spider, So What? Und das ist, man kann es sich schon denken, so ähnlich wie der Slime. Das Besondere bei der Serie ist, dass halt unsere Protagonistin mit ganz vielen anderen, glaube ich, mit ihrer kompletten Klasse in eine andere Welt kommt. Die sind aber komplett in der anderen Welt verstreut und werden auch zu entweder Menschen, aber auch teilweise zu Monstern. Und unsere Protagonistin wird halt zu einer Spinne. Das Besondere ist auch, sie ist gleich in so einem richtig heftigen Dungeon, so Arifureta-mäßig, und muss sich da halt mit Spinnennetzen vorankämpfen und da so ein bisschen taktischer vorgehen. Ist auf jeden Fall eine coole Serie. Das Blöde ist, dass der Anime sich sehr auf 3D verlässt. Also wer damit komplett ein Problem hat, sollte vielleicht dann lieber den Manga lesen. Aber wer damit wenig Probleme hat, beziehungsweise sich daran gewöhnt, der wird die Serie auf jeden Fall mögen. Die wird damit Folge zu Folge auf jeden Fall auch besser werden. Sollte man sich anschauen, So I'm a Spider, So What? Hat auch gleich 24 Folgen bekommen. Also ja, gönnt euch die Serie. Das Coole ist auch, ich bin eine Spinne, na und, heißt übrigens der deutsche Titel. Der Anime hat auch gleich eine deutsche Synchro bekommen. Wer also den Anime komplett mit deutscher Synchro schauen will, der sollte sich das auf jeden Fall geben. Wie viele Folgen hat der? Ja, 24 Folgen. Ich habe schon gedacht 22. Nee, 24 Folgen hat er. Also wer die Serie komplett mit deutscher Synchro sehen will, kann das auf jeden Fall machen. Aber natürlich, logischerweise, gibt es die Serie auch mit OMU. Kommen wir aber nun zu meinem Lieblings-Isekai-Anime, und zwar Mushoroku Tensei Jobless Reincarnation. Wenn ich halt über die besten Anime, die besten Isekai-Anime auf Crunchyroll rede, dann muss ich logischerweise auch diese Serie kurz erwähnen. Ich habe sie schon mehrmals erwähnt, deswegen werde ich es extrem kurz machen. Es ist eine typische Isekai-Serie. Das Besondere ist einfach die Umsetzung, denn der Anime sieht fantastisch aus und das Worldbuilding ist einfach fantastisch. Also was viele Leute bei Overlord immer sagen, dass das Worldbuilding so fantastisch ist, das nehme ich halt bei dieser Serie wahr. Und wer die ersten Folgen schaut, der wird es auch einfach merken. Diese Welt wirkt halt einfach lebendig, genauso wie die Charaktere. Und ich mag auch einfach dieses Bild, das unterstreicht das perfekt. Diese Charaktere haben alle eine eigene Farbe, eine eigene Persönlichkeit, aber unser Protagonist verbindet die dann halt alle. Finde ich fantastisch. Sollte man sich diese Serie auf jeden Fall anschauen. Ich freue mich da so sehr auf die zweite Staffel. Habe ich richtig Bock. Es gibt nur ein kleines Problem. Und zwar aktuell. Sollte sich das ändern, werde ich das jetzt einblenden. Aber wenn sich das nicht in der letzten Sekunde noch ändert, dann leider aktuell noch nicht. Aktuell kann man nur die OMU-Variante, also japanisch mit deutschen Untertiteln, komplett bei Crunchyroll Stream. Die deutsche Variante gibt es aktuell nur komplett bei Wakanim. Wakanim, genau. Und man kann ihn aktuell nur bis Episode 11 schauen, was halt echt so ein bisschen schade ist. Aber die wird sicherlich bald ergänzt, also das ist nur eine Frage der Zeit. Aber ja, aktuell gibt es nur die komplette deutsche Version bei Wakanim, aber wird sicherlich bald nachgeliefert werden. Man kann ihn ja logischerweise jetzt mit OMU komplett schon schauen. Wer also nicht Wert legt auf die deutsche Synchro, der kann ihn jetzt schon komplett durchschauen. Kommen wir nun zu Ashidance of a Bookworm. Über den habe ich ja auch schon häufiger geredet, deswegen fasse ich mich hier auch wieder kurz. Es geht darum, dass unsere Protagonistin bei einem Erdbeben von einem Bücherregal erschlagen wird. Sie ist in einer Bibliothek, ist natürlich ein Bücherwurm und wird dann gleich von einem Bücherregal erschlagen. Traurig, traurig, aber wahr. Kommt dann zum Glück in eine andere Welt, ist da aber auch gleich ziemlich kränklich. Und das habe ich immer als das Besondere der Serie beschrieben, dass es eben nicht gleich damit beginnt, dass unsere Protagonistin der stärkste, der beste, der OP-ste Charakter aller Zeiten ist, sondern sie ist zuerst extrem kränklich, kriegt es gerade so hin, aus dem Bett aufzustehen. Und ja, ist dadurch mal eine etwas andere Serie. Sie hat aber trotzdem immer noch die Faszination an Büchern und will halt jetzt, ja, eine Bibliothek in dieser Welt halt entwerfen, aufbauen. Ob sie das halt schafft, ob sie halt die Bücher dann lesen kann, die Sprache entziffern kann, das müsst ihr dann schon selber herausfinden. Die Serie wird dann deutlich, geht in diese Fantasy-Action-Richtung später rein. Also schaut euch die Serie auf jeden Fall an. Sie hat jetzt auch schon, wer weiß, wie viele Staffeln bekommen. Also es gibt eine zweite Staffel schon und eben jetzt auch schon eine, oh mein Gott,
verklickt. Eine dritte Staffel, genau. Die läuft jetzt gerade auch. Also schaut die Serie euch auf jeden Fall an. Ist fantastisch. Sollte man sich geben. Wird auch so vom Genre immer so als Alltagsleben beschrieben. Also ist etwas ruhiger. Wer also damit kein Problem hat, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Aber jeder, der die Serie eigentlich angeschaut hat und der mehr als nur die erste Episode gesehen hat, der war wirklich begeistert von der Serie. Also schaut sie euch auf jeden Fall an. Kommen wir nun zu einer Serie, wo ich so froh bin, dass ich sie endlich empfehlen kann mit gutem Gewissen. Und zwar Grimgar Ashes and Illusions. Denn diesen Anime gab es nur bei Anime On Demand immer. Und es ist einer der besten Isekai-Anime aller Zeiten. Aber ich glaube, gerade dieser Grund, weil er eben bei Anime On Demand war, haben ihn viele eben nicht geschaut. Was echt schade war. Und dann ging Anime On Demand down und diese Serie ist mit verschwunden. Und ich habe ehrlich gesagt die Hoffnung verloren. Ich habe die Hoffnung verloren. Ich habe sie immer wieder erwähnt, als dann Anime On Demand kurz davor war, down zu gehen. Schaut euch diese Serie noch an. Ich glaube, es haben nicht so viele gemacht. Aber jetzt kann man sie endlich bei Crunchyroll streamen. Und deswegen wollte ich sie dir unbedingt nochmal vorstellen. Denn sie ist fantastisch. Die Prämisse ist wieder mal relativ typisch. Es geht darum, dass ganz viele Charaktere in eine andere Welt kommen. Glaube ich so ungefähr fast schon eine Größe von einer Schulklasse. Und die formen dann Gruppen und müssen dann Aufträge in dieser Welt erledigen, um halt einfach Geld einzunehmen, um sich halt die Miete leisten zu können, um sich was zu essen leisten zu können. Da merkt man schon ein bisschen den Fokus der Serie, dass es eben nicht darum geht, den Dämonenlord zu besiegen, sondern einfach in dieser Welt einfach geldlich auch zu überleben, dass man halt sich die Miete für Sachen leisten kann oder eben die Ausrüstung wieder schmieden kann, neue Waffen sich kaufen kann. Das Besondere sieht man aber gleich schon in der ersten Sekunde dieser Serie, in der ersten Szene. Und zwar, die Protagonisten müssen nämlich gegen einen einzigen Goblin kämpfen. Und eigentlich sollte das relativ problemlos sein. Wenn man nicht so doof ist wie in Goblin Slayer und einfach in so eine Höhle geht und sich dann überraschen lässt, so nach dem Motto, in den Hinterhalt reinführen lässt, dann sollte ein einziger Goblin in einem Wald relativ leicht zu besiegen sein. Das Problem ist nur, dass das wirkliche Lebewesen in dieser Serie sind. Das sind also nicht irgendwelche Videospielmonster, die man so von der Ferne einmal so zack, zack und dann verschwindet das Monster, löst sich in irgendwelche Pixelbrei auf und die Items droppt man. Nee, so ist es eben nicht, sondern wenn man das Monster halt trifft, dann blutet es nicht nur, sondern es schreit wie sonst was. Und das ist ein komplett anderes Gefühl, wenn man gegen so ein Monster kämpft, als wenn man halt gegen ein Videospielmonster kämpft. Und das müssen halt unsere Protagonisten relativ schnell merken. Das Monster ist auch richtig agil, also das bleibt nicht irgendwie an einer Stelle stehen und wartet irgendwie, dass es angegriffen wird. Nee, das bewegt sich auch ganz schön schnell. Und ja, dann geht es auch um Teamwork. Ob man halt gemeinsam dieses Monster besiegt oder ob man das halt nicht hinkriegt. Und ja, diese Serie ist einfach fantastisch. Ich kann sie jedem ans Herz legen. Wer also eine etwas realistischere Isekai-Serie sehen will, wie es halt wirklich wäre, wenn man in so eine Fantasy-Welt kommt, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Grimgar Ashes and Illusions ist eine fantastische Serie. Schaut man sich auf jeden Fall geben. Ich finde es so schön, dass ich sie endlich empfehlen kann. Es ist fantastisch. Klar, es gibt auch hier und da mal nervige Charaktere wie Soranta oder sowas. Ah, das fand ich immer so ein bisschen doof. Aber wie gesagt, lasst euch davon nicht drüber, also lasst euch von dem Kerl nicht die Serie verschlechtern, die Serie verblödeln, so nach dem Motto, sondern schaut auf jeden Fall da rein in diese Serie, die ist fantastisch. Deswegen gönnt sie euch auf jeden Fall, kann man jetzt endlich bei Crunchyroll streamen, also macht das. Und kommen wir dann zu guter Letzt noch zu Saga of Tanya the Evil, wo es darum geht, dass ein Büroangestellter in eine andere Welt kommt, da als kleines Mädchen wiedergeboren wird und magische Fähigkeiten hat und mit diesen magischen Fähigkeiten jetzt in den Krieg ziehen muss und da auch gegen normale Soldaten kämpft, aber auch gegen andere magische Wesen, beziehungsweise Leute mit magischen Fähigkeiten. Sollte man sich auf jeden Fall gönnen. Tanya ist fantastisch. Also, sie ist halt wirklich extrem crazy. Ich liebe sie halt. Sie ist halt wirklich so richtig durchgeknallt. Aber ja, der Anime hat auch einen Film bekommen. Der Anime soll aber nicht nur einen Film bekommen, beziehungsweise hat den schon bekommen, sondern es soll dann auch weitergehen mit einer zweiten Staffel. Wann die kommt, ist aktuell noch nicht bekannt. Ich hoffe, es ist bald. Es wird bald angekündigt. Aber ja, schaut euch diese Serie auf jeden Fall an. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte man sich gönnen. Für noch mehr Isekai-Anime, klicke auf die Playlist oben rechts. Und für noch mehr Anime-Fortsetzungen, klicke auf das Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Welchen Isekai-Anime wirst du dir anschauen? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drück auf den Gefällt-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!